SpaceX's Starship Serie Nummer 15 hat Geschichte geschrieben. Der Prototyp hat nach einem routinemäßigen Testflug es geschafft, eine weiche Landung auf der Landezone hinzulegen. Unglaubliche Bilder, die wir hier zu sehen bekommen haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und heute habe ich die detaillierte Fluganalyse von Starship Serie Nummer 15 für euch. Also viel Space mit diesem Video. Ich werde in dieser Ausgabe häufig das Wort Starship in den Mund nehmen. Also wer will, kann ja mitzählen und mir in die Kommentarsektion schreiben, wie oft ich Starship gesagt habe. Der Testflug war für den 5. Mai angesetzt. Es war eine FAA-Genehmigung vorhanden und die Flugverbotszone war auch schon eingerichtet. Tagsüber jedoch hat einerseits das Wetter aufgrund eines Gewitters nicht besonders rosig ausgeschaut. Andererseits haben SpaceX-Mitarbeiter einige Stunden in das Testfenster hinein noch Beton in der Nähe der Landezone gegossen. Das hat eine große Unsicherheit unter uns SpaceX-Nerds verbreitet. Von SpaceX oder Elon gab es auch keine Infos, aber Boca Chica war evakuiert. Dennoch, oder gerade deswegen, waren alle Kameras auf das Testgelände gerichtet. Als dann weniger als eine Stunde vor dem Start die Rekondensierungsanlage begann zu dampfen, war klar. Dieses Ding hebt heute ab. Dann gab es noch einige kürzere Holds. Aber die Aktivität der Tankfarm nahm zu und der Boden um Starship SN15 wurde in dicke Nebelschwaden gehüllt. Schließlich bildete sich Eis um die Tanks von Starship und es war klar, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist. SpaceX ging wie immer ca. 6,5 Minuten vor dem Start, also um ca. 0.20 Uhr zentraleuropäischer Zeit, live auf YouTube. Innerhalb weniger Sekunden waren mehrere hunderttausend Menschen im Stream. Jetzt, wo ich das Skript geschrieben habe, also 11 Stunden nach dem Testflug, hat dieser Stream, der 16 Minuten gedauert hat, bereits 2,4 Millionen Aufrufe. Unglaublich. Kurz davor hatte Elon auf Twitter verkündet, about to launch. Also wir starten gleich oder sind kurz vor dem Start. Aus den Kameraperspektiven von NASA-Spaceflight.com haben wir dann etwas gesehen, das wir bisher noch nicht gesehen hatten. Wir sehen, wie sich der sogenannte Quick Disconnect abkoppelt. Das ist der Mechanismus, der Starship mit der Startrampe verbindet. Wenn ihr genau hinseht, könnt ihr erkennen, dass sich hier diese Teile bewegen. Ich vermute, dass die Rohre, die sich abkoppeln, mit diesem Teil hier abgedeckt werden, um vor Schäden durch die Triebwerksabgase geschützt zu werden. Der Countdown zählt herunter auf T-0. Die drei meereshöhenoptimierten Raptor-Triebwerke heulen auf und beginnen Starship Serie Nummer 15 in den Himmel zu schieben. 18 Sekunden in den Flug hinein verschwindet Starship in den Wolken. Aber noch einmal zurück. Ich möchte, dass ihr euch diese Kameraperspektive genau anschaut und merkt. Warum, wird später noch einmal wichtig. Bei T plus 32 Sekunden bekommen wir einen Einblick in den Triebwerksraum. Direkt vor der Kamera sehen wir Raptor Serie Nummer 61. Auch sehr schön zu sehen, wie schön aufgeräumt es im Triebwerksraum nun ist. Viel ordentlicher und gründlicher gebaut als die vorigen Prototypen. Hier dürfen wir den Triebwerken bei der Arbeit aus nächster Nähe zusehen. Wenn man genau schaut, sieht man, wie sie gimbeln, also leicht schwenken, um den Prototyp zu steuern. Vermutlich aufgrund der Wolken gab es leider einige Übertragungsunterbrechungen, aber der legendäre John Innsbrucker hat uns auf dem Laufenden gehalten. Die Telemetriedaten wurden trotz schlechter Verbindung laufend übertragen. Bei genauem Hinsehen erkennen wir einen farblichen Unterschied hier bei Raptor Serie Nummer 61. Das ist die gekühlte Turbopumpe und die weiße Verfärbung ist Frost auf der Außenseite. Bei T plus 2 Minuten wurde eines der Triebwerke abgestellt, denn durch den Verbrauch vom Treibstoff wird das Schiff immer leichter und würde dadurch immer schneller beschleunigen. Da der Testflug aber nicht höher als 10 km hoch sein sollte, werden im Laufe des Fluges die Triebwerke nacheinander abgestellt, um nicht über das Ziel hinauszuschießen. Obwohl Starship für eine Rakete nicht besonders schnell unterwegs ist, erreicht es nach ca. 2 Minuten und 40 Sekunden schon über 8 km Höhe. Fällt dir hier schon die Besonderheit an dieser Kameraperspektive auf? Schreib es mir in die Kommentarsektion. In dieser Phase des Fluges ist das Bild leider häufig gefroren oder unterbrochen. Aber ich bin froh, dass SpaceX uns überhaupt daran teilhaben lässt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dankbar ich bin, dass uns SpaceX hier teilhaben lässt.
Bei schönem Wetter hätten wir alternativ wahrscheinlich auch von Tim Dodd, dem Everyday Astronaut, oder von NASASpaceWet.com Kameraperspektiven auf dem Flug gehabt. Aber leider war das Wetter ziemlich mies. Daher müssen wir uns mit diesen gefrorenen Bildern für diesen Moment zufrieden geben. Da wir keine direkten Bilder, sondern nur leicht verzögerte Ansagen von John Innsbrucker haben, kann ich nur ungefähr sagen, wann das zweite Triebwerk abgestellt wurde. Bei T plus 3 Minuten und 30 Sekunden ist Starship knapp unter 10 Kilometer Höhe und stellt hier das zweite der drei Triebwerke ab. Hier beginnt die Schwebephase mit einem Triebwerk. Nach dem Schwebemanöver bei T plus 3 Minuten und 58 Sekunden bekommen wir einige Bilder aus dem Triebwerksraum und sehen, wie zwei Triebwerke ganz nach außen geschwenkt sind und eines gerade abgestellt wird und auch nach außen schwenkt, um so den ersten Teil des Bellyflops einzuleiten. Dann friert das Bild leider wieder ein. Aber damit ihr euch vorstellen könnt, wie das ausschaut, hier der Bellyflop eines der vorherigen Prototypen. Das ist der Wahnsinn. Hier leitet eben einer der Triebwerke eine Umorientierung ein und wird abgedreht. Dann fliegt Starship mit seiner Bauchseite vorwärts zurück zur Erde. Ähnlich wie ein Fallschirmspringer. Die Flügel, die ihr seht, sind keine Flügel, sondern eher Steuerflächen. Diese helfen Starship in dieser Phase des Fluges stabil zu steuern. Also das ist doch der Wahnsinn, das muss doch irgendwem einmal eingefallen sein. Und der muss sich gedacht haben, passt, das machen wir jetzt. Also Wahnsinn, ich steig komplett aus. Ganz offiziell. Zurück zu SN15. Noch immer der Anblick des Triebwerksraumes lässt uns erahnen, was da gerade vor sich geht. Und wir sehen, wie die Triebwerke nach dem Bellyflop in eine andere Konfiguration gehen. Sie sind nicht mehr komplett auseinandergeschwenkt, sondern sind alle ganz dicht beieinander in der Mitte. Schaut euch mal an, wie weit diese Triebwerke schwenken können. Das ist der Wahnsinn. Anhand der wandernden Schatten auf den Triebwerken erkennen wir, dass sich Starship hier umorientiert. Dann bekommen wir wieder diese Kameraperspektive zu sehen und siehe da, die Kamera ist einfach an die Unterseite der vorderen Steuerflächen montiert. Das gibt uns einerseits einen Hammerblick auf die unteren Steuerflächen, andererseits gibt es uns ein Gefühl dafür, wie schnell, wie stark und vor allem wie viel sich die Steuerflächen bewegen. Hier müssen wir uns bewusst machen, was für eine enorme Menge an Kraft aufgewandt werden muss, um diese Steuerflächen gegen den Luftstrom so präzise und schnell bewegen zu können. Diese werden übrigens mit Tesla-Motoren angetrieben und beziehen ihre Energie aus Tesla-Batterien. Wunderschön einfach. Ich hoffe und denke, dass SpaceX in den kommenden Tagen ein Video veröffentlichen wird, wie sie es sonst auch immer machen, in dem wir den Flug ohne Unterbrechungen bewundern können. Denn der Prototyp ist nicht explodiert. Das bedeutet, dass man einfach die Speicherkarten aus den Kameras holen und verarbeiten kann. Bei T plus 5 Minuten und 40 Sekunden werden die Triebwerke wieder aktiv. Laut John Innsbrucker war der Plan, alle drei Triebwerke zu zünden. Dann einen und in weiterer Folge eventuell auch ein zweites auszuschalten, um mit mindestens einem Triebwerk zu landen. Ich habe aber nur zwei Triebwerke zünden gesehen. Vielleicht hat Starship diese Entscheidung selbst getroffen. Vielleicht hat es aber auch Probleme bei der Zündung eines Triebwerks gegeben. Aber genau das ist der Sinn davon, mehrere Triebwerke zu zünden und sie dann der Reihe nach abzustellen. Das bietet eine gewisse Redundanz und Sicherheit einfach. Bei T plus 5 Minuten und 45 Sekunden sehen wir zwei Triebwerke arbeiten und sobald Starships Orientierung wieder senkrecht wird, taucht auch schon das Testgelände unter den Wolken auf. Dann bekommen wir diesen Anblick, der uns wunderbar zeigt, wie die Triebwerke arbeiten, um Starship kontrolliert zur Landezone zu führen. Je näher es an die Landezone kommt, desto mehr sind die Triebwerke in die Mitte gerichtet. Schaut mal hier, wie fleißig die Triebwerke gimbeln. Eine riesige Staubwolke steigt auf. In diesem Moment bin ich aufgesprungen, weil ich mich nicht mehr halten konnte. Hatte Starship es wirklich geschafft? Wir wissen es bereits. Der Flug war nach 6 Minuten und 8 Sekunden beendet. Und schon bevor sich der Staub verzieht, sehen wir hier einen kleinen Brand. Die Staubwolke verzieht sich und Raumfahrt-Nerds auf der ganzen Welt haben sich in die Hose gemacht. Starship steht. Aufrecht. Zwar nicht unbedingt in der Mitte, aber es steht auf der Landezone. Und vor allem, es steht gerade. Man kann aus dieser Perspektive sehen, dass die Beine intakt sind. Das bedeutet, dass die Landung sehr weich war. Noch kurz zu den Beinen. Hier sehen wir auf den Aufnahmen von NASASpaceWet.com, wie die Beine ausgeklappt werden. Hier ist im Gegensatz zu den Vorgängermodellen auch nichts schief gegangen. Sie rasten alle ein. Ein paar Sekunden vergehen und das vorher erwähnte Feuer breitet sich aus.
Als wir die Perspektive der Drohne zu sehen bekommen, sehen und hören wir mehrere Knalle, die vermuten lassen, dass vielleicht COPVs im Triebwerksraum explodiert sind oder Triebwerke beschädigt wurden. NASA Space Flight hat vermutet, dass hier ein Methanleck im Tank sein müsse. Denn sonst ist nichts wirklich Brennbares an oder in Starship. Wir bekommen von SpaceX noch einige Augenblicke Bildmaterial, bevor sie die Übertragung beenden. Auch sehr schön zu sehen hier ist der Frost, der während der Rückreise auf der Außenseite der Tanks entstanden ist. Denn beim Rückflug liegt der Treibstoff nicht unten im Tank, sondern auf der Seite der Tanks. Die Löschanlage springt an und Starship öffnet alle Ventile, um Druck abzulassen. Denn sollte da wirklich ein Methanleck gewesen sein, dann ist es besser, wenn es mit wenig Druck austritt und langsam verbrennt, als wenn es mit Hochdruck herausschießt. Die Ventile wären aber vermutlich ohnehin geöffnet worden, denn irgendwie muss der übrige Treibstoff raus aus den Tanks. Bis das Feuer aus war, verging ordentlich viel Zeit. Aber es war alles unter Kontrolle, denn Starship blieb intakt. Es dauerte bis in die Nacht hinein, bis Starship sichergestellt wurde und sich Crews dem Gefährt nähern durften. Diese werden vermutlich in erster Linie geschaut haben, dass kein Treibstoff mehr in den Tanks ist. Dann musste das sogenannte Flight Termination System oder kurz FTS entschärft werden. Das sind Sprengsätze, die im Falle dessen, dass Starship außer Kontrolle gerät, gezündet worden wären. Ich möchte euch noch gerne diese Perspektiven von NASA-Spaceflight.com zeigen, wie Starship aus den Wolken kommt. Unglaublicher Anblick hier. Ich kann gar nicht genug davon kriegen. Okay, und was jetzt? Kann Elon Musk jetzt in Pension gehen? Nein, natürlich nicht. Zwar ist das ein riesen Meilenstein für SpaceX und für die gesamte Menschheit, aber sie sind noch lange nicht da, wo sie sein wollen. Und dieser Meilenstein ist, wie gesagt, nicht nur ein Meilenstein für SpaceX und die Raumfahrt, sondern für die gesamte Menschheit. Wir haben es weit gebracht als Spezies. Wir können nun damit rechnen, dass SN16 und SN17 in den kommenden Wochen einen ähnlichen Auftritt hinlegen werden, bevor dann SN20 orbital geht. Am Sonntag habe ich dann die reguläre Ausgabe für euch. Da schauen wir uns dann die eventuell neu veröffentlichten Bilder von der Starship-Landung an und dann habe ich natürlich noch ein ausführliches Starship-Update für euch. An dieser Stelle sind natürlich Glückwünsche angebracht. Also herzliche Gratulation an das gesamte SpaceX-Team und an die gesamte Menschheit. Nicht vergessen, am Freitag, dem 7. Mai, kommt das astronomische Quartett wieder zusammen. Wir reden über Europas Raumfahrt und gehen der Frage auf den Grund, ob sie auf der Strecke geblieben ist bzw. den Anschluss verpasst hat. Gastgeber wird Chris von Video Space News sein. Mit mir geladen sind Moritz von Senkrechtstarter und Andreas von Igis Kosmos. Start ist 20.15 Uhr. Sei dabei und stell uns deine Fragen im Live-Chat. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da und abonniere den Kanal, damit du kein neues Video mehr verpasst. In Zukunft werde ich hier auf Mars Chroniken viel mehr Content für euch produzieren. Ich freue mich sehr, wenn unsere Community wächst. Wenn dir gefällt, was ich mache und du regelmäßig hinter die Kulissen blicken möchtest, dann freue ich mich, wenn du mich auf Patreon besuchst und mich dort unterstützt. Gut, an dieser Stelle war es das wieder von mir. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.